Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen zu einer neuen Folge von Mad Games Tycoon 2. Schön, dass du wieder dabei bist. So, unsere Spiele laufen, unsere Entwickler sind wieder aus der Scheune hier zurückgekehrt in den Programmierraum und aus irgendeinem Grunde ist das Spiel jetzt ein bisschen angefangen zu ruckeln. Keine Ahnung. Wir machen noch fleißig Studiotouren, das könnten wir mal, ist schon beendet, okay. Wir müssen nämlich mal schauen, ob das immer noch geht oder ob wir eigentlich schon wieder Support machen müssten. So, was machen wir? Haben wir denn Updates für die Engine vorzunehmen? Was haben wir denn? Anime und Action. Wir könnten dann mal eine Action-Engine entwickeln. Mal ein Action-Spiel machen. So. Alle Features. Spezialgenre Action. Für den Personal Computer. Und wir haben New Game Plus. Diese Funktion machte es möglich, das Spiel ein weiteres Mal mit neuem Inhalt durchzuspielen. Okay. Sag mal. Hängt in dem Aufenthaltsraum nicht ein einziges Bild? Das ist ja schon so ein bisschen traurig. Apropos Räume. Wir müssen dann mal wieder bauen. So. Was war das denn? Genau, bauen. Und zwar, ich würde gerne die Forschung zusammenlegen und dann das Entwicklerstudio hinten ausbauen, damit da mehr Platz ist und wir mehr Entwickler einstellen können. Denn ja, mittlerweile scheitert es an den Entwicklern, muss man wirklich sagen. Und die Forschung liegt nicht zusammen. Das heißt, wir schauen mal, wenn wir zum Beispiel jetzt hier noch eine Produktion vorsehen wollen würden. 1, 2, 3. Dann geht das so nicht. Okay. Okay, das heißt, wir brauchen dann nochmal wieder einen Raum. Ja, warte mal, das muss man vielleicht noch irgendwie anders hinkriegen. Lager, Lager, Lager. Pass auf. Raum anpassen. 5. 1, 2, 3, 4. Oh, wir können die größeren Regale reinpacken. Das ist ja auch praktisch. Hallo? So. Eine bessere Story gewünscht. Ja, das ist immer so. Ich hätte gerne eine bessere Story gehabt. Mhm. So, folgendes. Wir haben im Moment Lagerkapazität von 575.000. Eine halbe Million können wir lagern. Was ist denn, wenn wir hier draufklicken und dann so? Ja, solved some of our problems. Produktion. Falsch. Produktionsraum. Da. Es fehlt eine Tür. Hier muss noch eine Tür rein. So. Da könnte also dann nochmal eine weitere Produktion hier stattfinden. So. Was bedeutet, der Schulungsraum kann nochmal vergrößert werden, aber Forschung. So vielleicht. Genau. So, und jetzt haben wir im Moment eingestellt
6 Forscher. Das würde ich gerne auf 8 erhöhen. Nicht, dass denen das wieder hier zu eng wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Keine Sorge, das wird noch schön. Denn jetzt kommt hier mal so ein schöner Schrank rein, natürlich. So, dann ein Müllheimer. Und dann brauchen wir natürlich vernünftige Heizungen. Und dann gibt es hier auch noch einen Wasserspender. Sogar das Snapping ausgemacht, nicht doof. So, dann Medizinschrank. Wenn da mal was passieren sollte, müssen die nicht immer durch den ganzen Flur rennen. Und eine goldene Schallplatte, weil die sind so gute Jungs. Und natürlich ein Bild Retro. Und ein Bild aus der Serie und aus der Filmreihe Ealion. Wer kennt sie nicht? Und weil es so schön ist, machen wir einen schönen Teppich hier rein. Ich kann diesen Quadratteppich, kann ich ehrlich gesagt, diesen komischen runden Teppich kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sehen. So. Dann würde ich sagen, ziehen wir hier mal um. Ach nee, wir haben ja die Forschungsgruppe. Warte. Forschungsgruppe Wahlen. Gruppenverwaltung. Gruppe 3 war das, glaube ich. Sehr gut. So. Huch. Hat man immer so schnell die Heizung an der Hand. Und dann könnten wir nämlich den Raum hier vergrößern, damit die mal hier mehr, da können die mal hier so ein bisschen, so. Packen wir hier nochmal eine Uhr an die Wand. Das Bild kommt dahin. Die Heizung kommt dahin. Und dann die ganzen Tische mal ein bisschen besser aufteilen hier. So. Der hier. Kommt mal an die Wand. Und dann sollten die sich ja auch eigentlich viel besser fühlen. So, weil die so gut sind, als Auszeichnung, das ist ja immer so eine besondere Auszeichnung, kriegen auch die natürlich hier eine goldene Schallplatte. Wir haben ja schon 2 Spiele verkauft mit über 1 Million. Kriegen die also auch hier rein. So. Achso. Mal dahin. So, das sieht doch schon viel besser aus. Ich war nicht mehr so geklumpt wie vorher. Und dann können wir da auch theoretisch mal ein bisschen das Personal ausbauen. Mit. Vielleicht noch 3 weiteren Entwicklern.
hängt der natürlich da an der Heizung fest. Wir können ja auch vor das Garagentor einfach, ne? Da ist ja nichts mehr. So. Sieht doch schon viel besser aus. So. Programmieren. Warte mal, was Sounddesigner fehlte noch oder was weiß ich gerade nicht? Programmieren. Null Liedholm. Guter Mann. 4-4. Hier ist natürlich auch erstmal mehr Platz. Und hier können noch mehr Forscher eingestellt werden. Ne, da fehlen zwei. Wer fehlt denn da? Ne, wir hatten hier oben 4 und hier 2, oder? Ich weiß es nicht. Na, jedenfalls geht's denen gut. Okay, neues Spiel. Acti Engine wird gerade noch entwickelt und dann geht's Richtung neues Spiel weiter. So, und ihr macht mal hier bitte Support. Und was war hier nochmal auf dem Mitarbeiter... auf dem Mitarbeitermarkt? Pass auf, da war Folgendes. Einstellen. So, direkt meine Schulung. Und hier auch nochmal Arbeitsmarkt. Ja, der hat halt ziemlich viele andere Fähigkeiten noch, ne? Das ist gar nicht mehr so schlecht. Dann stellen wir den mal ein und dann lassen wir die direkt mal hier schulen. Training, Programmieren für Profis. Und ihr habt es gerade auch im Augenwinkel gesehen, ne? So, einmal hier Heizung. Und eigentlich muss ja auch noch ein Robby-Roboter rein. Naja. Gut, wenn die Acti-Engine fertig ist, dann wollten wir mal ein Retro-Spiel probieren. Ist ganz ungewohnt hier. Ja, das war ja von Anfang an war das anders, ne? Und also von Anfang an haben wir mit dem anderen Raumaufteilung gespielt. Mit dem anderen Raumaufteilung vor allen Dingen. Spiel entwickeln. Remaster, nicht Retro. Remaster. Und zwar, wir wollen remastern. Bike Memory hatten wir gesagt, ne? Und zwar mit allen Features, die es so gibt. Ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt? 30, okay. Steampunk. Anime-Action, okay. Und dann machen wir ein Action-Spiel. Aber jetzt machen wir erstmal das Remaster. Da hieß es ja, wenig Geld für, für viel Einnahmen. Peter Molyneux macht das. Das Ganze bitte für PC. Was? Warum? So, nochmal. Bike Memory Remastered. Größe A. Richtig? Ich bin verwirrt. Engine. Dann nehmen wir die Garde Engine Plus. Das war die, die hatten wir früher auch mit dem. Haben wir noch weitere Dev-Kits, die auf Level 2 funktionieren? Oop. Ja, der Commodore C63. Und die Nintendo MES. Nehmen wir mal mit, dann haben wir einen richtig dicken Marktanteil hier. 8. Und nochmal 15%. Das ist eigentlich sehr gut. So. Dann Bike Memory. Wir gucken uns den Report an. Alles schlecht. Feen gingen. Mehr Gameplay. 50, 10, 10, 30. 50, 10, 10, 30. 50. Ich will das nicht ganz so extrem machen. So.
10. Fahrrad passte nicht. Zielgruppe Kinder. Alles auf 6 zu stellen war falsch. Spricht Anfang selbst ein Unterwäschemittel könnte mich dazu bringen. Toll sind Digitalisierung, selbst die Bedienung. Anfänger und Profis gleichermaßen. Mhm. Ja, also diese Einstellungen waren ja falsch, ne? Die können wir auch nicht ändern. Oder? Ne, die können wir nicht ändern. So, in allen Sprachen. Wieso ist denn das Spiel so günstig in der Entwicklung? Habe ich da irgendwas vergessen? Keine Ahnung. So, wir liefern zu. Und zwar hochwertige Sounds, natürlich. Wir liefern zu hochwertige Grafik. Natürlich. Und wir liefern zu Gameplay verbessern. Natürlich. So, und was das wird, seht ihr in der nächsten Folge. Und wer nichts wird, wird, wird. Mit größerem Team jetzt hier. 7 von 9. Hier 4 Leute. Und hier können wir auch mal weiter forschen. Machen wir mal weiter Themen, nicht? Die Leute wollen, dass was passiert. Das geht jetzt auch jetzt sehr, sehr zügig. Gut. Also, dann schaue ich mal, ob wir eventuell hier noch weitere Musiker brauchen. Und was denn das hier jetzt so gebracht hat, dass wir mehr Entwickler haben, denn wenn wir mehr Entwickler haben, möglicherweise bringt das ja wirklich dann auch nochmal sehr viel schneller mehr Punkte beim Spiel. Also, wir sehen uns wieder, wenn die Entwicklung abgeschlossen ist. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Oh, gucken wir noch eben. Yes. Oh. Yes. Das gibt ordentlich mehr Fans. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.